ein Verein. Drei junge Männer, die nicht unterschiedlicher sein können, haben ein Ziel. Mehrkampfsieger 2021 zu werden. Doch der Weg bis dahin ist lang, sehr lang. Isaac Florisson vom OSC Berlin, der gerade einmal 18 Jahre alt ist, kann davon ein Lied singen. Dieser Wettkampf ist besonders wichtig, weil ich lange verletzt war und jetzt wieder reinkommen muss. Aufgrund eines Muskelfaserrisses am Oberschenkel musste Isaac wochenlang pausieren. Jetzt ist er aber wieder am Start. Mit einem fulminanten Endspurt läuft der Berliner über 100 Meter persönliche Bestzeit und meldet sich erfolgreich bei den Berliner Mehrkampftagen des OSC Berlin zurück. Auch beim Kugelstoßen scheint der Oberschenkel durch die Drehbewegung kein Problem zu sein. Mit 14,35 Meter sammelt er in dieser Kategorie die meisten Punkte und wird Berliner Mehrkampfsieger in der Altersklasse männliche Jugend U20. Freud und Leid liegen dicht beieinander. Aus erster Hand muss das sein Teamkollege Daniel Schönpferde erleben. Als einziger Starter am Hauptfeld der Männer beendet der 27-Jährige nach seinem dritten Sprung, der mit 5,64 Metern gemessen wird, frühzeitig den Wettkampf. Kombination aus fehlender Trainingsvorbereitung und keinem Teilnehmerfeld nimmt einfach komplett die Stimmung hier raus und ja, motiviert nicht gerade weiterzumachen oder den Zehnkampf alleine durchzuziehen. Auch die Ergebnisse vom Nachwuchstalent Valentin Strauch lassen sich sehen. Besonders beim Hochsprung kann er überzeugen und besitzt für sein junges Alter auch die richtige Dosis Disziplin, die hier enorm gefordert ist. Am Ende landet er auf einem tollen zweiten Platz, doch das ist nicht alles, denn durch den Sport hat Valentin einen ganz besonderen Menschen kennengelernt. Die Leichtathletik habe ich meine Freundin kennengelernt und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Aber außerdem habe ich auch sehr viel Spaß in der Leichtathletik, insbesondere an den Wettkämpfen und daran, mich mit den Leuten, die ich schon seit Ewigkeiten gefühlt kenne, immer wieder zu messen. Ein Verein. Drei junge Männer, die nicht unterschiedlicher sein können, haben ein Ziel. Mehrkampfsieger 2021 zu werden. Isaac Florisson hat es schon geschafft.